Dinge ändern sich, wenn man Direktor wird. Da kommt etwas. Etwas Unglaubliches. Unergründliches. Chaos biblischen Ausmaßes. Willkommen zurück bei Control. Pope sagte, wir sollten ihre sogenannte Zischerspruch. Mal gucken, was wir jetzt weitermachen könnten. Ich war eigentlich am überlegen, dass wir diese eine Mission hier weitermachen. Also nicht Club der alten Herren, Finde Marshall, was oben links eingeblendet wird, sondern etwas anderes. Dazu müssten wir aber wieder zurück in den Wartungsbereich. Denn da habe ich noch eine neue Nebenmission. Das Ganze werden wir mal ganz schnell mit der Schnellreise erledigen. Wo haben wir es denn? Transformatoren. Genau. Da ist das. Und da gehen wir auch gleich mal hin. Wir sind angekommen im Bereich der Transformatoren. Wie ich in diesen Raum hinten reinkomme, ja gut. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Was stand hier gerade? Eliminiere wichtige Ziele? Irgendwie was? Ja, ich muss mir das noch markieren, wa? Genau. So, das habe ich mir jetzt markiert. Wartung, wichtige Ziele. Geht zu den NSC-Transformatoren. Eliminiere wichtige Ziele der Zischer. Alles klar. Das ist da hinten. Mal gucken, ob wir da auch wirklich hinkommen. Ja, da bin ich richtig. Oh. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Ach du heilige Scheiße, hat der mir viel Life abgezogen. Wir haben aber eine neue Waffenmodifikation bekommen. Ich muss mich mal schnell aufladen. Oh, da kommen ja immer mehr. Meine Fresse. Ja gut, am Kontrollpunkt kann ich mich immer wieder aufladen. Das ist toll, dann bleibe ich hier. Der Schmetterer ist wieder voll. Der hat schon Stufe 3. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Schnell aufladen. Nee, geht nicht. Ausweichen. Oh, scheiße. Verdammte Axt, das ist relativ heftig, aber ich kann mich ja hier vorne auch wieder ein bisschen zurückziehen und dann versuche ich das mal geschmeidig zu lösen. Gehen wir erstmal wieder auf den Schmetterer zurück. Dann wähle ich wieder die Mission an und dann versuchen wir es nochmal. Nein, die Mission ist weg. Die Mission ist weg. Scheiße. Och nö, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Wir können es echt nur einmal versuchen, ja? Och, das ist aber echt schade. Oh nein. Naja, gut, egal. Vielleicht kriegen wir das ein andermal nochmal wieder. Dann gehe ich erstmal... Ja, wo gehe ich denn hin? Forschung... Irgendwie was. Oh, die Karte hat nachgeladen. Ich bin ja erstaunt. Aber hier bin ich auf jeden Fall falsch.
Dann muss ich das dann doch per Schnellreise machen. Wo müsste ich hin? Hier bin ich jetzt. Ja, wenn die Karte jetzt mal nachladen würde, dann könnte ich auch wissen, wo ich hin muss. Das ist ja scheiße gemacht. Wir gehen erstmal da wieder hin, wo wir waren. Mal gucken, wo wir dann hin müssen. So, da sind wir auch wieder in der Geschäftsleitung. Ich gehe nochmal schnell zu Emily. Ich würde ganz gerne diesen Auftrag da wieder haben. Da liegt noch ein Dokument. Ja, das war mir jetzt too much. Das wollte ich jetzt nicht vorlesen. Aber warum zum Teufel ist diese eine Mission jetzt nicht mehr da? Das finde ich echt ein bisschen schade. Das hatten wir alles abgeschlossen. Wo war denn das mit der anderen Mission, wo wir diese Gegenmaßnahmen des Rates durchführen konnten? Achso, das kann ich, glaube ich, beim Kontrollpunkt ansehen. Ich muss mal gucken, wenn ich jetzt mit Emily rede, ob da noch wieder was hinzugefügt wird. Hi, Jesse. Ja gut, wir können jetzt hier mehrere Sachen fragen. Ah, das wird aber keine Auswirkung haben. Verdammt. Bis später. Sei vorsichtig da draußen. Scheiße, jetzt ist diese Mission weg. Och nein. Ich werde jetzt mal kurz am Kontrollpunkt ein bisschen was abchecken. Und zwar wegen den Gegenmaßnahmen des Rates. Wie weit sind wir denn da schon? Da sind wir noch gar nicht weit. Wir haben noch gar nichts irgendwie. Ach so, ich muss das noch annehmen. Oh. Alles klar. Dann nehmen wir das mal an. Hätte ich wahrscheinlich schon längst abgeschlossen. Mal gucken, wo müssen wir denn jetzt hin? Club der alten Herren. Finde Marshall, ja, aber wo ist das jetzt nochmal? Das ist die Frage. Club der alten Herren. Pope lässt Jesse wissen, dass Marshall in den Forschungssektor gegangen ist, um weitere HRV herzustellen. Jesse glaubt, dass Marshall mehr über Dylan wissen könnte. Aber, wo ist der Forschungssektor? Wie kommen wir da hin? Mal gucken. Finden wir eventuell was über Schnellreise? Ich wüsste jetzt nicht, wo der Forschungssektor ist. Ist das einer dieser beiden schwarzen Bereiche? Könnte das sein? Muss ja wahrscheinlich so sein. Oder? Wir können gar wieder mit dem Fahrstuhl fahren und kommen dann eventuell zum Forschungssektor. Wir haben ja auch die Berechtigungskarte Stufe 3 bekommen. Forschungssektor. Alles klar. Habe ich mir schon fast gedacht, dass es so ist. Und da sind wir auch im Forschungssektor. Was mich jetzt natürlich im Nachhinein stört, ist, dass ich diese Berechtigungssache da nicht geschafft habe, wo ich draufgegangen bin. Ich hätte wahrscheinlich auf den Griff wieder zurückwechseln müssen und hätte den Jungen dann somit in Schach halten können. Aber gut, habe ich nicht geschafft. Leider ist es auch nicht mehr verfügbar. Jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht verfügbar. Zentrale Forschung. Willkommen im Forschungssektor des Federal Bureau of Control. Ich bin Dr. Caspar Darling, der Leiter hier. Jemand dachte wohl, dieses Video wäre toll für interne Kommunikation. Da schaue ich Sie an, Mr. Tomasi. Tja, das ist unsere Zauberkammer. Ja gut, das ist jetzt auch egal. Das können wir uns auch irgendwann anders nochmal bei Multimedia angucken. Ich war schon immer hier. In all den... Wie sieht das Ganze auf der Karte aus? Heilige Scheiße, ist das wieder ein großer Bereich. In all dieser Arbeit gibt es eine Gemeinsamkeit. Wir müssen also nach da oben. Wie wenig wir wirklich wissen. Ich wette, wir finden hier vorne noch was. Siehe da, ein weiteres Dokument.
Federal Bureau of Control. Hey, also ich habe mich wegen der Pflanzen in der Forschung gewundert. Ist es wirklich notwendig, Ihnen etwas vorzusingen? Ich meine, der Hausmeister hat eine schöne Stimme und die Pflanzen scheint es echt zu gefallen. Vielleicht könnte er nur einfach mal eine andere Platte auflegen. Ich habe den Tango ziemlich satt. Und woher kommen diese Pflanzen überhaupt? Niemand scheint sich daran erinnern zu können, wie sie gepflanzt wurden. Und die Leute sind ein wenig begeistert von ihnen, wenn man mich fragt. Werden wir von Zimmerpflanzen überfallen, scheint eine Untersuchung wert zu sein. Dr. Lewis. Naja, könnte sein. Eventuell rennen wir hier bald noch in einem riesengroßen Gewächshaus rum. Warum schwebt er denn da vor der Leinwand umher? Was haben wir da? Ein weiteres Sammelobjekt. Es scheint um Pflanzen gegangen zu sein. Das war mir jetzt aber wieder too much. Ab und an lese ich dann doch was vor, aber nicht alles. Ah ja, da unten scheint es wieder abzugehen. Da gehen wir doch schnell mal runter. Ach du Scheiße, da kommt wieder Zischer. Nein, das sind die Tomasi-Klone. Wir haben ja schon Stufe 3, die Löffel. Wartet mal, Jungs. Ich brauche irgendwelche tollen Objekte. Ich will auch mal was auf euch werfen. Wenn ihr dann mal stillhaltet. Ach du heilige Scheiße. Wenn ich treffe, mache ich gut Damage. Aber wenn die so umherzappeln, ist das echt scheiße. Den hat man ausgeschalten. Der hatte auch ein neues Material. Aufschlussreiches Muster gab es da. Hallo, mein Bester. Oh, ich schwöre, ich wollte gerade ausweichen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, da komme ich doch gar nicht raus. Jetzt bin ich aber ausgewichen, mein Freund. Das war's für dich. Aber da vorne sind noch irgendwelche anderen Gegner. Habe ich noch irgendwas Tolles zum Werfen? Na gut, nehmen wir einen Mülleimer. Den hat's voll aus den Socken gerissen. Komm, wir schmeißen mal mit einer Sitzbank. Ach du Scheiße, da sind ja noch mehr. Überlebenstaktiken 4 von 50 stand da gerade. Wird jetzt auch ab und an mal eingeblendet. Jawohl. Die hätte ich beide auf einmal getroffen. Konnten wir noch hochlaufen? Ja, wir konnten auch noch nach oben laufen. Oh, das ist wieder so eine dicke Tür. Aber die Frage ist, kommen wir hier weiter? Ja, hier kommen wir diesmal weiter. Wir haben es ja nun schon öfter erlebt, dass es in solchen kleinen Räumen dann irgendwas gibt, was Jess Schaden zufügt. Und da kommen wir dann einfach nicht weiter. Jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Nicht verfügbarer AWE 18. Ereigniszusammenfassung. Ein mögliches AWE im Zuge dessen eine namenlose Einzelperson über eine Telefonleitung einen Fall von Transkorporealität erlebte. Ereignis weist deutliche Ähnlichkeiten mit AWE auf. Im Rahmen dessen Eingreifen während des Ereignisses. Ereignis ist vermutlich zuzuschreiben und als Gegenreaktion wurden die folgenden Maßnahmen unternommen, um zu verbinden oder zu verhindern. Ja gut, dann ist das so. Wer klopft denn hier ständig? Ach du Scheiße, da zielt wieder jemand auf mich. Komm, du wirst einen Mülleimer ab. Ach du Scheiße, ich glaube, der hat eine Rakete am Start. Die können ja hier richtig die Umgebung zerschießen, ist ja geil. Also geil, dass die Gegner das können, aber so geil ist das gar nicht. Trophäe erhalten. Instabile Materie.
Auch nicht schlecht. Komm, wir nehmen mal noch ein paar Objekte. Die hauen wir dir glatt mal noch von Latz. Du kriegst noch Mülleimer ab. Und du kriegst auch noch das hier ab. Ach, scheiße. Scheiße, verdammt, ich habe keine Energie. Nun komm schon, Jazz. 12 von 50 haben wir schon mal. Das ist ein Anfang. Eieieiei. Den habe ich nicht kommen sehen. Und den hat er auch nicht kommen sehen. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Schnell weg hier. Oh mein Gott. Na gut, hier ist noch ein Dokument. So viel Zeit muss sein. Können wir uns glatt mal holen? Ah ja, hier komme ich irgendwie nicht weiter. Warum auch immer. Was zum Henker ist das? Wo bin ich denn hier? Ach, irgendwo da unten. Mein Gott. Ich kann den Bereich gar nicht so abchecken, wie ich das möchte. Eine weitere Trophäe, Hüterin der Erinnerung. Okay, auch geil. Komm, wir nehmen mal noch ein paar Steine. Die Jungs da oben, die sind schon Stufe 3. Das ist nie so toll. Ich brauche unbedingt ein bisschen Lebensenergie. Ich muss die aber auch treffen. Okay, den habe ich schon mal getroffen. Bisschen abwarten. Ich brauche wieder ein paar Objekte. Die Jungs gehen mir echt auf den Sack. Komm, du kriegst noch eine Bank ab. Bitte sehr. Na, scheiße. Ja, das ist richtig scheiße gelaufen, sage ich euch mal. Ich bin mal gespannt, wie viele Gegner jetzt noch hier am Start sind. Oh nein, es sind alle noch am Start. Na, oh, musste das jetzt wieder sein? Zischerlein. Scheiße, verdammt. Diese einen Maßnahmen des Rates, die kriege ich jetzt schon mal nicht hin, weil ich jetzt gestorben bin. Denn wir müssen ja 50 Gegner töten, ohne zu sterben. Hätte ich ganz gerne abgeschlossen. Aber war jetzt gerade nicht möglich. Komm mal da runter. Ein kleiner, dober Zischer. Wo ist denn der andere Löffel? Der muss hier irgendwo rumfliegen, oder? Du kriegst eine Bank ab. Ja, jetzt fängt es wieder an. Überlebenstaktiken 1 von 50. Naja, gut. Vielleicht kriegen wir das nochmal hin. Auf diese Art kann man natürlich auch Lebenselemente sammeln. Oh, das war ein Double KO. Der war richtig nice. Ich schmeiß jetzt mit allem, was mir hier zur Verfügung steht. Das Ding ist einfach, dass man richtig aufpassen muss. Ich möchte so viel wie möglich mit Objekten töten, um natürlich auch nicht so nah rangehen zu müssen, ist ja klar. Aber wenn dann so eine Gegner kommen, die dann eine Stufe 3 haben, ja, dann wird's richtig haarig. Das Gute ist natürlich, dass die Dokumente gespeichert wurden und die Items, die wir haben. Die Kamera da oben geht mir auf den Sack. Die muss weg. Wir sind ja hier nicht bei Big Brother. Dann fangen wir mal Stück für Stück an. Ah, fuck. Den habe ich nicht getroffen. Muss mich hier wirklich ein bisschen bedeckt halten.
habe ich den jetzt nicht getroffen? Lebensenergie ist voll. Das geht schon mal. Aber vorhin kamen ja dann so viele auf einmal. Ich habe mich ja da unten auch relativ gut zur Wehr setzen können, aber es wurde dann einfach zu viel. Aufgrund dessen, dass ich nicht mehr so viel Life hatte. Ich wollte ja dann auch hochrennen. Der Typ da hinten geht mir auf den Sack. Du gehst mir auch auf den Sack. Ihr geht mir alle auf den Sack. Jetzt muss ich erstmal kurz in Deckung gehen. Ab und an muss ich dann doch mal schießen. Komm, Jess, schnell hier hoch. Hier oben liegen bestimmt noch ein paar tolle Objekte. Immer in Bewegung bleiben. Den hätten wir auch weggehauen. 10 von 50 hätten wir schon mal. Wenn der eine Typ wieder mit einer Rakete auf mich schießt, dann brauche ich ein bisschen Energie. Ich glaube, ich kann die Rakete auch in der Luft abfangen, aber wissen tue ich es nicht genau. So, der ist schon mal hin. Jetzt kommen die mit Level 3. Was für Löffel. Ach du Scheiße, schnell weg hier. Auch ein bisschen Schutz, ein bisschen Energie aufladen. Oh. Okay, hier haben wir oben ein paar tolle Stühle. Wir werfen jetzt mit den Stühlen von der Tafelrunde. Scheiße, den habe ich nicht getroffen. So, die Energie muss ich wieder aufladen. Wir haben fast 20.000 Quellpunkte, auch geil. So, du Lutscher, nimm das. Der erste Typ muss erstmal weg. Okay, der ist irgendwie runtergefallen, glaube ich. Alles klar. Der ist down. Heilige Scheiße, liegt hier viel Lebensenergie rum. Oh mein Gott, das war knapp. Wo kam er denn bitte schon her? Forschung und Aufzeichnung, Zischer und Scharfschützen. Irgendwas stand da gerade. Das waren alle, das hätte ich vorhin aber auch schon schaffen können. Na, mal gucken, komme ich jetzt hier weiter? Wir wissen ja nun mittlerweile, dass wir diese Dinger mit dem Schmetterer auch zerstören können. Der Forschungsbereich ist schon mal ein echt geiler Bereich, wie ich finde. Ist mal was anderes. Und sich auch mit so vielen und so harten Gegnern auf einer größeren Ebene auseinandersetzen zu müssen, hat was. So kann ich natürlich auch immer ein bisschen weiter üben mit dem Gameplay. Aber der Bereich ist auch so verdammt groß. Warum zum Teufel sind hier immer solche Kameras? Die nerven. Aber Jess verliert hier keine Energie. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt direkt da runterkommen. Es sieht so aus, als würde sich dort unten noch etwas befinden. Oh, Scheiße. Oh, ich verliere immer wieder Energie. Scheiße, komme ich ja niemals bis nach unten und ich komme jetzt auch niemals mehr hoch. Na gut, die Gegner wurden auf jeden Fall erstmal alle abgespeichert. Ich kann ja leider noch nicht schweben. Ich muss jetzt hier irgendwie versuchen, Stück für Stück runterzukommen. Was auch immer da unten ist. Auf jeden Fall ist hier erstmal ein Fahrstuhl. Wir sind in der Grube. Interessant. Aber was gibt es hier unten in der Grube? Wahrscheinlich nichts Tolles.
Das sieht alles hier sehr merkwürdig aus. Dokumente liegen hier schon mal nicht rum. Warum zum Teufel ist hier wieder so ein Energieteil? Müssen wir irgendwas reparieren? Hier können wir wieder ein Radio anmachen, wa? Oder auch nicht? Nee, können wir nicht. Müssen wir hier irgendwas reparieren? Ja, müssen wir. Wahrscheinlich dann den Fahrstuhl. Ich denke mal, das ist für den Fahrstuhl. Ja, genau. Das war für den Fahrstuhl. Aber wir gehen jetzt erstmal Stück für Stück hier unten weiter. Auch wenn es jetzt nicht direkt zu dem Hauptziel gehört, wo ich eigentlich hin wollte. Wie ich gerade sehe, ist da hinten eine Tür, für die wir Berechtigungsstufe 4 brauchen. Wir haben aber erst Berechtigungsstufe 3. Also kommen wir da so ohne weiteres nicht hinein. Irgendein neues Material gab es da eben. Und da kam ich ja. Da ist die Tür mit Stufe 4. Und da ist auch eine Tür mit Stufe 4. Aber die Tür hier oben, da kommen wir auf jeden Fall durch. Ach, hundertprozentig, wir müssen doch noch nicht in die Grube. Ich wette, wir sind hier falsch. Aber obwohl, wir sind eigentlich relativ dicht dran an dem Ziel, wo wir eigentlich hin müssen. Ja, ganz tolle Nummer. Jetzt bin ich hier und was kann ich hier machen? Hier kann ich gar nichts machen. Hier finden wir ja nicht mal was. Na ja, gut, egal. Oh, doch. Ein weiteres Dokument. Und das hier. Aber... wie zum Teufel komme ich jetzt hier wieder raus? Achso, ich kann hier hochklettern. Das hatte ich nicht gesehen. Neue Behördenbenachrichtigung. Geschäftsleitung. Wichtige Ziele. Können wir uns ja mal anschauen. Ist ja toll. Achso, warte mal. Jetzt haben wir wieder eine neue Mission. Geht zur Drucklufttechnik. Ah, ja. Machen wir dann aber ein andermal. Ich denke mal, dass diese Sachen dann Stück für Stück wieder auftauchen werden, weil es wäre ja blöd, wenn wir sie nur einmal machen könnten. Von da kam ich. Dann bin ich da runter und jetzt geht's, glaube ich, hier weiter. Ach du Scheiße, er hat ja Stufe 6. Wo bin ich denn gelandet? Ja gut, der Schmetterer haut echt rein. Da kann man nicht meckern. Hab grad gedacht, die haben keine Lebensenergie gedroppt, aber haben sie. Mal gucken, wenn ich so ein Ding hier nehme. Na gut, so einen Eindruck macht das auch nicht. Oh. Oh mein Gott. Ah, ich muss den Typen aber, glaube ich, von hier oben fertig machen. Wir versuchen es einfach nochmal. Nee. Das ist richtig scheiße. Wenn er mich nochmal trifft, bin ich, glaube ich, down. Nee, das lasse ich. Obwohl, der braucht nur noch einen Treffer. Aber weiter sollte ich mich hier auch nicht vorwagen. Da hinten war schon wieder ein neuer Gegner, aber ich gehe erstmal wieder zurück. Ich fahre mit dem Fahrstuhl wieder hoch. Das ist mir dann doch zu heftig hier unten. Da seht ihr ja, dass wir auch in Bereiche vorstoßen können, wo wir eigentlich noch etwas zu schwach für sind. Dann fahren wir erstmal wieder hoch in den Forschungsbereich. Aber wenigstens hätten wir jetzt diesen Fahrstuhl da freigeschaltet. So kommen wir beim nächsten Mal, wenn ich denn da runter muss, auch mit dem Fahrstuhl ganz geschmeidig wieder runter. So, jetzt sind wir wieder bei der zentralen Forschung angelangt.
Und es kommen wieder Gegner, aber diesmal nur Gegner der Stufe 3. Schnell mal hier hinter verstecken, bis sich die Energie wieder aufgeladen hat. Wir haben schon mal 23 von 50 dieser Gegner, aber wir dürfen natürlich nicht sterben. Aber ich brauche noch ein paar Lebenselemente. Aber da die Musik so komisch ist, gehe ich mal davon aus, dass hier irgendwo noch Gegner am Start sind. Oh, ich glaube, da lag noch ein Dokument, wa? Nee, doch nicht. Oh nein, oh nein. Sitzt er in einem Bürostuhl? Was ist das denn für ein Klon? Was zum Henker war das für einer? Der Gegner war neu. Glaube ich jedenfalls. Ich habe den vorher noch nicht gesehen. So ein Idiot wäre mir aufgefallen. Oha. Da hatte ich mehr Schwein als Verstand, als ich direkt hier hinter dem Ding gewesen bin. Die Musik ist immer noch so komisch. Es sind noch Gegner da. Und so ein Typ mit einem Stuhl ist auch noch am Start. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Wie viele Verrückte kommen hier denn, bitteschön? Ah, scheiße, den habe ich jetzt nicht getroffen. Ah, jetzt habe ich dagegen geworfen. Scheiße. Das muss ich jetzt besser lösen. Der war schon mal gut, den anderen habe ich auch ausgeschalten, aber der Typ in seinem Stuhl ist irgendwo noch am Start. Da ist er. Na, warte mal, Freundchen, dich hau ich doch mit der Bank weg. 30 von 50, töte Gegner ohne zu sterben. Geht ja schon mal, die Musik ist auch weg, wir sind wieder safe. Wir haben auch ein neues Muster bekommen. Mal gucken, was haben wir denn jetzt an Gegenstände? Irgendwelche neuen Sachen haben wir da auf jeden Fall bekommen. Aufschlussreiches Muster. Ach, die Zeit läuft auch ab, auch wenn wir das nicht verfolgen, ja? Kann das sein? Naja, gut. Ist jetzt halb so wild. Ich denke mal, diese Mission kriegen wir dann auch ein andermal noch. Weiß gar nicht, hatte ich mich hier vorne schon umgesehen? Irgendwas ist doch hier. Ach, ein Radio. Schnell ausmachen, nicht, dass das geclaimed wird. Hier vorne ist noch ein weiteres Dokument. Nehmen wir mit. Gucke ich jetzt aber nicht rein. Das sah aus wie die Mensa. Ich weiß gar nicht, wo war ich denn jetzt schon und wo war ich noch nicht? Ich glaube, die Tür hatte ich schon mal geöffnet, oder? Ja, die Tür habe ich schon geöffnet. Dann bin ich da rumgelaufen und bin an dieser Tür hier aber leider vorbeigelaufen. Jetzt geht's irgendwie weiter runter. Meine Fresse. Wo sind wir denn nun? Wir sind immer noch in der zentralen Forschung. Aha. Ein weiteres Dokument. Aber hier vorne können wir irgendwas machen. Was zum Teufel ist das? Wird hier irgendwas abgespielt? Crazy Shit, Alter. So eine Lautsprecher braucht man echt zu Hause. Da fliegen einem die Ohren weg. Oh. Schnell ausmachen. Sonst könnte das geclaimed werden. Die beiden großen Lautsprecher haben mich doch glatt mal an Zurück in die Zukunft Teil 1 erinnert, wo Marty dann bei Doc Brown zu Hause ist und dann Doc Brown nicht vorfindet und er dann unbedingt mit der Gitarre da sein Ding reißt und dann voll rückwärts über die Couch fliegt.
Solche Lautsprecher braucht man unbedingt. Also wenn man auf Musik steht, ja, ich stehe auf Musik. Aber für solche Lautsprecher habe ich dann doch keinen Platz. Mal gucken, was wir in den Toiletten finden. Wir sind die Hygienebeauftragte. Wir müssen hier nach dem Rechten schauen, wie immer. Hier fliegen auch die Klorollen runter. Jetzt habe ich, glaube ich, in jede Toilette reingeschaut, wa? Naja, gut. In fast jede Toilette. Kurioserweise, diese Tür ging dann einmal anders auf. Aber hier gibt es nichts weiter. Schade. Vielleicht auf der anderen Toilette? Irgendwas ist hier. Ah ja. Ein paar Materialien. Das soll es dann, glaube ich, auch gewesen sein. Und jetzt können wir wieder zurücklaufen. Ey, hier kann man sich echt verlaufen. Das Areal ist richtig scheiße groß. Ich bin gerade am Überlegen, von wo kam ich denn? Ich kam irgendwo von da oben, glaube ich. Und dann wollte ich eigentlich nach dort hinten, genau. Und dann bin ich aber irgendwie die Treppe runter und dann bin ich in diesen Schacht rein. Und dann war ich unten in der Grube und dann bin ich da in der Grube gestorben. Nee, Quatsch, ich bin dann mit dem Fahrstuhl wieder hoch. Und dann bin ich, glaube ich, oben nochmal gestorben. Ah, ich weiß es gar nicht. Bin ich zweimal gestorben, dreimal gestorben in dieser Folge? Irgendwie so, wa? War das jetzt schon alles? Nee, noch nicht, wa? Müssen wir die Dinger gar schnell zerstören? Kann das sein? Tatsache. Wir müssen diese Dinger schnell zerstören. Habe ich gerade gewundert, habe den abgeknallt und den abgeknallt. Auf einmal war der andere wieder da, den ich zuvor abgeknallt hatte. Ich glaube, hier sind wir richtig. Aber... habe ich jetzt hier vorne alles abgecheckt? Das ist die Frage. Da unten war ich auf jeden Fall. Ich weiß ungefähr, wo ich hin muss. Es geht da auf jeden Fall weiter. Aber wir können die eine Treppe da hinten noch hoch. Gut, dass hier noch so viele Lebenselemente rumliegen für den Fall der Fälle, dass ich wieder hops gehe und neue Gegner auftauchen. Hatte ich diese Tür schon geöffnet? Ich weiß es nicht. Ja, die hatte ich auch geöffnet. So, dann checken wir nochmal den oberen Bereich ab. Ah, der Bereich ist schon heftig groß, wie ich finde. Ich denke mal, da oben wird es auch unweigerlich wieder zu einem Kampf mit irgendwelchen Wächtern kommen. Was zum... Oh, nicht schon wieder her. Ja, der geht mir auf den Sack, der Junge. Was zur Hölle ist das für ein Teil da hinten? Ja, Jess, wir müssten aber auch mal zielen können, ja? Ja gut, wir haben ihn getroffen, aber haben wir noch irgendwas Tolles, das wir eventuell verwenden können, dass wir ein bisschen mehr Schaden machen? Ah, scheiße. Ich gehe mal lieber nicht so nah ran, denn ich weiß nicht, was der an Schaden austeilt. Aber der eine Löffel hier mit seinem Bürostuhl, ja gut, der macht optisch echt was her. Wie er da so rumfliegt in seinem Stuhl. Was zur Hölle ist denn das, bitteschön? Okay, das Teil ist Geschichte. Dr. Darlings Office. Können wir ja mal reinschauen. Das ist doch der Typ, der immer diese ganzen Videobotschaften macht, oder? Ich habe kürzlich Fragen ausgewertet. Zu den HRV. Ja, ich glaube, das ist der. Heute sind sie gut. Müssen wir sie immer tragen. Und... was ist dieses Hadron-Resonanz-Ding überhaupt? Ich... Alter Verwalter, liegen hier viele Dokumente rum. An was der nicht alles gearbeitet hat. Heftige Scheiße. Wir verfolgen nicht ihre Bewegungen. Habe ich jetzt alles aufgesammelt? Ich hoffe ja. Gespräche ab, während sie anhaben. Ja, das ist Dr. Darling. Mit oder
Aber ich glaube, in dieser Aufnahme ist er ohne Brille zu sehen. Stellen Sie sich die vor... Naja, war doch gut, dass wir hier nach oben gegangen sind. Dimensionsforschung. Ja, das Klopfen, das nervt mich schon. Wer klopft denn hier die ganze Zeit? Ja gut, jetzt gehen die Türen hier wieder hoch. Das hatten wir auch im letzten Video schon. Und dann komme ich am Ende wahrscheinlich wieder nicht weiter, weil mir da eine weitere Fähigkeit wahrscheinlich fehlt. Wir checken das gleich mal ab. Mal gucken, ob das hier auch wieder der Fall ist. Brandschneise. Verändert sich ständig. Können es markieren. Dimensionsforschung. Die Gefahr mit allen Mitteln. Das gehe ich ein andermal an. Das ist ein komplett neuer Bereich, genauso unten wie die Grube. Daher machen wir das einfach ein andermal. Wir müssen ja jetzt endlich mal Marshall finden und dazu müssen wir natürlich dann da vorne auch durch diese Tür dann durchgehen. Oder war es ein Fahrstuhl? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube sogar, es war ein Fahrstuhl. Ja genau, es war ein Fahrstuhl. Nee, Quatsch. Jetzt wäre ich fast zurückgelaufen. Hier vorne war die Tür. Oh nein, jetzt tauchen wieder Gegner auf. Ach, oh, die Verrückten. Drei davon auch noch. Jungs, ihr habt doch echt eine Panne, oder? Einer schon mal weg. Ein Löffel weniger. Hier kriegst du eine Bank ab. Die lassen sich scheiße schwer treffen, die Jungs. Also mit Gegenständen kann ich da nicht wirklich was reißen. Oh mein Gott. Nee, ich kann die nicht mit Gegenständen treffen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Warum zum Teufel kann ich die nicht mit Gegenständen treffen? Na mal gut, dass hier noch so viel Lebensenergie rumgelegen hatte. Jetzt sind wir wieder voll. So, dann benutzen wir doch mal die Berechtigungsstufenkarte Nummer 3. Sie ist in Gefahr. Ich muss zu ihr. Ja, Jess? Das machen wir. Ich glaube, da vorne ist ein weiterer Kontrollpunkt. Oh nein, das ist hier wieder so ein Labyrinth, oder? Aber es sieht auch ein bisschen so aus wie die Astralebene. Ist das nicht die Astralebene? Bin ich jetzt hier richtig? Ich glaube sogar, ich hätte da vorne noch rechts abbiegen können. Der war nice, Jess. Nochmal schnell in Deckung gehen. Ach du heilige Scheiße. Oh mein Gott. Der muss weg, der Gegner. Der muss unbedingt weg. Nein, nein, ich hab's wieder verrissen.
Ja, das ist mal wieder scheiße gelaufen. Ob jetzt hier alle Gegner wieder auftauchen, ich kann's euch beim besten Willen nicht sagen. Würde mich aber nicht so wundern, wenn's so wäre. Aber ich hätte fast diese eine Herausforderung abgeschlossen. Ich war schon bei 45 von 50. Ich hatte auch keine Energie mehr. Ich habe gerade noch überlegt, scheiße, der schießt doch noch mit Raketen oder wo auch immer der Typ war. Nehme doch vielleicht mal das Schild zur Hilfe. Ich muss unbedingt öfter mit dem Schild arbeiten. Aber wenn ich das mache, habe ich nicht so wirklich Energie, um dann Objekte zu schleudern. Das ist natürlich auch der Nachteil. Ich wette, alle Jungs sind jetzt hier wieder am Start. Ja, da sind sie auch. Ja, jetzt fehlt mir die Energie wieder für das Schild. Schnell die Life holen. Umso mehr wir haben, umso besser. Okay, den einen Löffel da hinten hätte ich getroffen. Der muss weg. Der ist jetzt auch down. Ne, jetzt ist er down. Ja, 4 von 50, ganz tolle Nummer. Ich war doch vorher so schön weit. Ich weiß auch gar nicht, wo der eine Typ herkam mit der Rakete. Ach, der kam von da. Dafür kriegst du einen Feuerlöscher, mein Freund. Und das da noch. Immer in Bewegung bleiben. Kommen mir das nur so vor oder sind es jetzt gar nicht mehr so viele? Okay, der war heftig. Wo ist der Freak mit der Rakete? Man könnte ja annehmen, man ist hier oben hinter dieser Säule sicher, aber so ist das gar nicht immer. Bist du gar der Typ mit der Rakete, der mich vorhin getötet hatte? Ah, jetzt kommen die Löffel der Stufe 3. Heftige Scheiße. Kotzt mich auch an, dass ich diese eine Mission da verlassen habe. Okay, das ist eine Suchrakete, wie ich jetzt gerade festgestellt habe. Ah, scheiße, ich hätte es vorhin fast geschafft. Kotzt mich an, aber ich glaube, diese Herausforderung werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt dann auch nochmal anwählen können. Ist hier unter anderem eventuell ein Kontrollpunkt, den wir säubern könnten? Ja, ich glaube, den haben wir hier. Oh mein Gott, die Forschungsanlage wird mir noch einiges abverlangen. So viel ist schon mal sicher. Ein weiteres Dokument. Mann, ist das rot hier. Wir sind im Rotlichtmilieu. Ah ja, hier hätten wir einen Kontrollpunkt. Wie bei einem Eisberg ist nur der kleinste Teil davon sichtbar. Dennoch ist dieser Ort lebenswichtig für die Arbeit der Behörde. Die meisten Informationen über die Astralebene sind geheim, doch eine Übersicht ist möglich. Stets im Bewusstsein, dies sind enorm komplexe Systeme. Und Simplifizierung wird sie uns nicht näher bringen. Nun, der weiße Nichtraum. Kopfstehend, die schwarze Pyramide. Ja gut, wir können irgendeine neue Waffenform wählen. Wir können ja mal... Was können wir denn herstellen? Wir können jetzt noch was Geileres herstellen. Wir können jetzt Dreh- und Stich herstellen. Sollte ich das machen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Mal gucken, was der kann. Stich ist präzise und feuert einen geladenen Schuss, der Rüstung und Gegner auf jede Entfernung durchstößt. Was macht der Dreh?
Dreh bietet ein großzügiges Magazin sowie eine hohe Feuerrate und wird am besten in kurzen und kontrollierten Schüben genutzt. Okay, das ist wahrscheinlich, also der Dreh ist wahrscheinlich ein Maschinengewehr und der Stich ist ein Präzisionsgewehr. Die Frage ist, was sollte ich machen? Maschinengewehr ist natürlich sicherlich toll, aber ich stelle mir erstmal den Stich her. Habe ich dafür eventuell noch eine Waffenmodifikation? Nee, habe ich nicht. Wir hätten den Griff natürlich auch aufwerten können. Das habe ich jetzt aber auch zu spät gesehen, aber ist ja auch egal. Aktualisieren. Nee, komm, das kostet mir zu viel Materialien. Der Rat. Alles eins. Eng gebunden ans älteste Haus. Noch schnell ein weiteres Dokument einsammeln. Wir haben jetzt wirklich wieder einen Haufen Scheiß gefunden in letzter Zeit, ganz besonders in der Folge. Das war auch jetzt bis jetzt am actionreichsten, wie ich fand. Mit den ganzen Jungs, ja gut, das eine Ding, da hätte ich nicht verreißen müssen, kotzt mich immer noch an. Anfangs dachten wir, die Welt der Astralebene wäre subjektiv. Aber das stellte sich rasch als falsch heraus. Ja, das stellte sich rasch als falsch heraus. Das kennen wir ja schon. Ich kann gar nicht glauben, dass sie dieses Ding hier halten. Ach du Scheiße, lass mich raten. Wir müssen das befreien und dann müssen wir da durch, wa? Ich glaube schon. Naja gut, dann weiß ich ja, was auf mich zukommt. Aber da wir uns hier, wie gesagt, bei einem Kontrollpunkt befinden, würde ich sagen, wir sind erstmal am Ende dieser Folge. Die Folge ist auch wieder relativ lang geworden. Wir haben wieder einiges gefunden, ein bisschen was geschafft. Ich bin wieder zwei, dreimal hops gegangen und es war wirklich echt actionreich. Und wie ihr seht, das Spiel hat wirklich einiges zu bieten. Wie dem auch sei, das war's dann jetzt erst auch mal für diese Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert oder abonniert, lasst vielleicht eine Bewertung da. Und wenn ihr möchtet, schaltet auch zur nächsten Folge wieder ein. Denn dann geht's weiter mit Let's Play Control.